Nachdem ich letzten Sommer in Südfrankreich war, hat sich die Gelegenheit geboten, endlich einen Ort zu besuchen, den ich schon immer einmal sehen wollte. Und zwar die Gebirge des Meeres Korsika. Korsika wurde mir einfach schon unzählige Male empfohlen, denn die Insel hat einfach eine ganz besondere Natur und hat krasse Höhenunterschiede. So kann man unten zum Beispiel im Blauen Meer planschen und oben kann man im Winter sogar Ski in Skigebieten fahren. Diese Facetten wollten wir natürlich beide kennenlernen und waren deswegen nach der wirklich langen Anfahrt mit dem Boot vom Festland Frankreich extrem gespannt, wie es vor Ort aussieht. Heute steht an, erstmal einkaufen, weil wir nichts haben. Und dann haben wir vor, ungefähr da hinzufahren. Dachten wir, wir gucken uns das mal an. Und dann gucken wir uns auch das Meer an und so. Sachen, die man auf einer Insel halt so macht. Wir wollten eigentlich woanders hin, aber mussten jetzt direkt ranfahren, weil dieser Blick von dieser Straße, es ist so unfassbar. Hier sollen irgendwo Wasserfälle sein, die sind aber gar nicht so einfach zu finden. Jetzt haben wir einen Tipp gekriegt, wo die sein sollen. Echt krass hier, ist wie eine riesige Abenteuerinsel gefühlt. Wird das ein Kaffee? Ja. Das ist die Elixir. Hallo. Boah, da hinten kommen ja gerade riesige Wolken, sehe ich gerade. Ja, eben. Das sieht aber... Richtig Gewitter. Das sieht aber... Das sind diese Gewitter, die angesagt sind für die nächsten 2 Wochen. Und dann sehen wir jedenfalls mal, ob wir jetzt noch zum Strand fahren oder so. Das ist so krass, wir sind mitten in den Bergen und wir können innerhalb von Kürze an Sandstrand. Wir werden sehen, ob sich das bewahrheitet, aber die Theorie sagt es uns. Wir sind jetzt gerade noch an die Kante vom Berg gegangen, um mal einen Ausblick in die andere Richtung zu haben. Und von hier aus kann man einfach das Meer sehen. An diesem Tag schafften wir es nicht mehr ans Meer. Allerdings war es natürlich eine riesige Priorität für den nächsten Tag. Wir fuhren zur Südspitze Korsikas, Bonifacio. Und neben der wunderschönen Stadt hatten wir hier eine Bucht im Internet entdeckt, die wir uns auf jeden Fall ansehen wollten. Okay, ich glaube kaum, dass man mich hören kann. Es ist ein bisschen kompliziert, hier hinzukommen, aber wie Hammer ist es hier denn mal? Einfach so eine krasse Küste und wenn man da hinten ganz genau hinguckt, sieht man auch noch Sardinien, also Italien quasi. Nicht nur quasi, es ist Italien. Den perfekten Sandstrand hatten wir damit noch nicht erlebt. Aber darum wollten wir uns dann direkt am nächsten Tag kümmern. Doch vorher ging es nochmal ganz in die Höhe und zwar auf unsere erste Wanderung auf einen korsischen Berg. Wir sind oben angekommen am Parkplatz, von dem wir losfahren. Das Wetter ist nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht hätten. Könnte man sagen. Es ist sehr, sehr etwas düster, etwas wolkig, aber wir werden jetzt erstmal losgehen und dann irgendwie sehen. Da geht's jetzt hin. Ab hier wurde der Wind so stark, dass man nicht mal mehr hören kann, was ich gesagt habe. So eine Situation ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Deswegen haben wir von dann an besonders aufgepasst, wie das Wetter sich gerade entwickelt und waren jeden Moment bereit, wieder umzudrehen und abzusteigen. Jetzt komme ich wieder nicht mehr so. Genau ab hier dachten wir uns dann, dass es doch vielleicht eine bessere Idee ist, umzudrehen. Deswegen sind wir dann wieder abgestiegen, ohne auf der Spitze des Berges gewesen zu sein. Vor gar nicht so langer Zeit waren wir noch im Regen auf einem Berg. Und jetzt sitzen wir im warmen Sand.
Ja, man hört es vielleicht schon. Es ist super, super heftiges Wetter. Das ganze Zelthaus hier fliegt gefühlt rum. Oh, okay. Ich glaube, ich kann da kaum draus filmen. Es soll die nächsten Tage so ein bisschen besser werden. Nicht so wirklich. Wir müssen echt mal sehen, was wir machen, weil... Ja. Ich hatte jetzt die letzten Tage gar nicht mal richtig gefilmt, weil irgendwie waren alle Tage so ein bisschen so ein Kompromiss. Das Wasser läuft schon durch die Wand durch. Die Wand ist... Also man kann nicht mal mehr feucht sagen, es läuft da wirklich runter. Durch die Holzwand. Das war's mit dem ersten Teil unseres Korsika-Abenteuers. Schau das nächste Mal rein, wenn du sehen möchtest, was wir am nächsten Morgen nach dem Unwetter alles außerhalb und innerhalb unseres Hauszeltes finden durften. Und natürlich, wenn du noch mehr Berge, noch mehr Meer und diese komische, verlassene Ferienanlage irgendwo an der Küste sehen möchtest. Aber jetzt fürs Erste, vielen Dank fürs Zuschauen.